Ich glaube, Vermarkter generell kamen aus einem etwas satten Geschäft regelmäßiger Umsatzerlöse, auch in Bereichen, wo sie jetzt, sagen wir mal, den Club nicht innovativ nach vorne gebracht haben. Die Welt wird sich verändern, hat sich verändert und jetzt müssen sie Mehrwerte liefern. Und überall dort übrigens, wo Sport 5 in Zukunft in bestem Einvernehmen mit uns Mehrwerte für Eintracht Frankfurt liefern kann, würden wir sehr gerne mit ihnen zusammenarbeiten, werden wir sehr gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Richtung. Aber für uns aus dem Bestand, den wir hatten, aus einer nahezu damals 90-prozentigen, jetzt 100, 110 Vollausvermarktung, die wir bei Eintracht Frankfurt haben. Bei Dingen, Kundenbedürfnissen, die nicht mehr von der Stange befriedigt werden können, da geht es nicht mehr um Bandenrotation. Die Themen, die wir mit einer deutschen Bank besprechen, mit DPD, jetzt mit einer Mastercard, also Top Brands, wenn Sie so wollen, da geht es nicht um die Bande. Und da geht es auch nicht um Werbeflächen, da geht es nicht um Inventar. Das ist am Ende das Preisschild, das wir dahinter hängen. Heute geht es darum, was könnt ihr tun, um unsere Produkte besser zu machen als Eintracht Frankfurt, unsere Vertriebsstärke auszubauen, uns zusätzliche Vertriebspotenziale aufzuzeigen, Markenglaubwürdigkeiten herzustellen, Geschichten zu erzählen. Und das in einer hochdigitalen Welt, das geht über einen Vermarkter aus meiner Sicht alter Prägung nicht mehr. Dass die neue Prägung das ermöglicht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die sich verändern werden, das ist auch gut so. Aber in der alten Welt, klassischer global ex und Exklusivvermarkter, war das Modell für uns in einer Sackgasse. Und danach haben wir natürlich auch mit eigener Kraft gezeigt, was machbar ist, wenn man dem Ganzen einen eigenen Fingerprint oder Footprint gibt.